Was geht, Freunde? Euer Lieblingshund Kiro ist wieder back auf der YouTuber-Insel und ich mache direkt mal den Shader an, ja, das sieht nämlich alles sehr, sehr hübsch aus. Und heute haben wir den Plan, dass wir Sue dazu benutzen, um vielleicht das Rätsel zu lösen, weil ich habe vor, eine Opfergabe mit ihm zu machen, um an mein Item ranzukommen. Bedeutet, Höllenkrieger und Schattenkrieger werden heute zusammenarbeiten im besten Falle. Also, Snoopy, wärst du bereit, Digga? Du kennst den Plan. Schweiß hier ist auch am Start, aber pack den heute nicht so krass aus, Digga, weil ich will fast was vergessen hast. Ich will heute Sue opfern bei dem Tempel mit den Himmelsrichtungen, Bro. Ah, ja, das können wir machen. Bro, Lava-Eimer habe ich auch schon am Start. Ey, du hast ja kein Tote. Zur Sicherheit, Bro. Schenk dir eins. Ja, Bro. Ich glaube, Sue, der wird wahrscheinlich bei der Schatten-Loser-Base. Was denkst du? Ja, ich denke auch, aber das ist ja klar, Schatten-Loser-Base. Oh, normal, Digga. Weißt du, Bro, also wir müssen ja irgendwie auch hinkriegen, dass er uns vertraut. Lass einfach so sagen, ey, vielleicht ist dieses Rätsel, wenn wir das gelöst haben, dass das Eis sich dann öffnet und dann kommt da das raus, was da die ganze Zeit schon wartet auf uns und so. Weil, ja. Bro, egal ob wir verfeindet sind, egal ob Schattenkrieger oder Müllkrieger oder Schattenloser oder die Krümelkrieger, Bro, egal. Jeder will ja wissen, was in diesem Ei drin ist. Deswegen safe wird er mitmachen. Boah, also wir können den rein theoretisch auch sagen, dass wir wissen, was da drin ist oder so, weißt du? Nee, Bro, das macht keinen Sinn. Lass lieber in dieser Ungewissheit so einen auf den machen. So, ja, wir wissen es halt auch nicht so. Bla, Mira redet zwar mit mir, aber sie sagt mir nicht, was drin ist und so. Bro, let's go, komm, lass mal gucken. Ich denke mal schon, dass er auf jeden Fall in der Schatten-Loser-Base drin hocken wird. Ja, weil, so wie immer halt. Und jetzt werden wir den gleich überzeugen davon, dass er das mit uns macht. Und hier ist auch dieses kaputte Gebäude von Timmy. Das wird noch ein Nachspiel haben. Warte, wo ist der Eingang? Wo ist der? Ah ja, hier. Hallo? Ist jemand? Ah, Sue! Was geht? Ey, was macht ihr hier bei den Schattenkriegern? Bro, wir kommen in Frieden. Ja, ihr kommt jetzt hier friedlich her. Was ist letztes Mal passiert? Ihr habt mich angegriffen. Ja, Bro, weil du hast dein Schweinchen angegriffen, Bro. Natürlich verteidigen wir unser Hab und Gut. Ja, na klar. Was war das für eine Aktion? Ihr habt da irgendwie mit Mira geredet. Ich weiß, dass ihr mit Mira reden könnt. Ja, Bro, also ich bin der Einzige. Snoopy versteht leider kein Wort. Ich bin der Einzige, der sie verstehen kann. Aber du hast ja auch gecheckt, so dass... Plötzlich hat er sein Schwein bekommen, das soll ich euch glauben. Er erzählt doch irgendeinen Hokuspokus. Ja, Bro, weißt du, das Ei hat ja auch schneller mit dem Herz geschlagen. Das hast du bestimmt auch gehört, wenn du uns nachspioniert hast, oder? Nein, er holt sein Schwein wirklich raus. Guckt euch diese Bestie mal an. Ja, richtig, Digga. Die sieht wirklich krass aus. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Wir wollen dich nicht bedrohen, jetzt ehrlich nicht. Du willst doch auch safe wissen, was in diesem Ei drin ist, oder? Ich will natürlich wissen, wie Mira aussieht, wieso Mira nicht rauskommt und warum das so lange dauert. Natürlich. Und die Sache ist die, Mira redet zwar mit mir, ja, aber sie spricht in diesen Rätseln, weißt du, falls du so ein Buch gesehen hast, in diesen Art von Rätseln. Ja, also mit anderen Worten, Tobi steckt hinter allem wieder, weil er das Tobi-Sprache ist. Bro, das glaube ich nicht, das wäre nicht bei den Höllenkriegern. Sag ich dir ganz ehrlich. Ja, das soll ich euch alles glauben. Digga, der nervt mich so sehr. Vielleicht war das sogar ein Zufall. Ja, wieso ich nerve euch? Ihr seid doch zu mir gekommen. Bro, du bist absolut paranoid, Digga. Ich hab nämlich ein extrem gutes Angebot, ja? Das kannst du dir nicht unterschlagen. Egal, ich hab schon zu Snoopy gesagt. Egal, ob wir befeindet sind, Krümelkrieger, Schattenloser, Höllenkrieger, dies, das. Du weißt. So, und zwar jeder von uns will wissen, was in diesem Ei drin ist, was ist mit Mira, wie sieht's ja aus, etc. Ja. Und ich glaube zu 99,99%, dass mein Rätsel damit auf jeden Fall zu tun hat und zur Lösung führt. Weil ich habe, wie du sehen kannst, kein Item bekommen. Digga, so Snoopy hat anscheinend wirklich eine Prüfung auferlegt bekommen, aber ich habe nichts. Das heißt, ich stelle keine Gefahr dar. Was soll ich jetzt hier machen? Warum seid ihr hierher gekommen? Bro, also ich habe ja letztens auch im Livestream noch... Nicht, Bro, okay? Nee, ich sag das nur so, ich sehe dich nicht als mein Bro. Also, Bro, ich sag dir ganz ehrlich, ich habe mit Rhiney so rumgerätselt. Ja, ein Schattenkrieger wohlbemerkt.
Richtig, am Ende vom Livestream, da wo ihr alle abgehauen seid, war Briny der Einzige mit mir, der zusammen im Tempel gerätselt hat. Aber wir sind nicht wirklich auf eine Lösung gekommen. Und diese Holzköpfe haben gestern auch nicht richtig mitgemacht, weil ich hatte die Theorie, beziehungsweise in den Kommentaren, dass wir alle in eine Himmelsrichtung gehen müssen. Weil im Rätsel sagt es, verteilt in den Himmelsrichtungen. Ja, genau, mitgemacht, Digga. Du bist abgehauen wegen Timmy und hast die ganze Zeit nur Faxen gemacht, Digga. Mein Gott. Ja, okay, ja. Und ich glaube, weil in meinem Buch auch was von Bündnis und so steht und, ne, dass vielleicht gerade die feindlichen Nationen, Schattenkrieger, Höllenkrieger, sich da zusammentun müssen, um mehr an diesem Rätsel zu arbeiten. Checkst du? Also zusammengefasst, ihr seid hierher gekommen, weil ihr die Intention habt, dass ich wahrscheinlich euch helfen werde oder in der Lage bin, quasi das Rätsel mit euch zu lösen. Ein Schattenkrieger mit den Höllenkriegern zusammen. Richtig, richtig. Das ist mal der Plan. Dass das eigentlich über unsere Regeln geht, ne? Also unsere. Ich weiß, Bro. Glaubst du, ich fühle mich gerade gut, dass ich hier bin und mit dir und dir das Angebot mache? Ich weiß jetzt auch nicht, ob Briny das wirklich gemacht hat. Vielleicht erzählst du da wirklich einen Hokus-Pokus. Ey, du kannst nachschauen. Du kannst in meinen Livestream nachschauen, der ist noch online. Ich weiß nicht, was er hier macht. Der füttert sein Schwein wieder. Check ich auch nicht, was er hier macht. Ja, es ist seine Familie, Bro. Digga, aber guck, wir sind nicht feindlich gesinnt, sonst hätten wir dich schon längst angegriffen. Du bist. Eins gegen zwei, Digga. Jungs, ihr wisst doch selber gerade, ja? Erstens, ihr seid hier nicht im Nether. Zweitens. Ja, was? Hey! Ich hab grad nur kurz überlegt. Ja, aber verstehe. Vielleicht schaffe ich ein 1 gegen 2 noch nicht, aber. Bro, du vergisst, du bist eigentlich 1 gegen 3, weil das Schwein macht mich richtig gut Schaden. Ihr wollt wieder, dass ich ins Nether komme, ihr wieder eure Superkräfte habt. Bro, Digga, das macht gar keinen Sinn. Okay. Nimm all deine Äpfel mit, nimm 1000 Enderperlen, Stupi, gib ihm 2 Stacks Enderperlen, dass er abhauen kann, wenn er meint. Ich will keine Enderperlen, ich will Raketen. Ja, Bro, Raketen, ja, guck, okay. Nimm dir ein Stack raus. Hier. Ja, Ey! Ich hab nichts rausgenommen. So, Bro, Snoopy! Ich hab nichts rausgenommen. Snoopy! Snoopy, reiß dich zusammen jetzt! So, jetzt kannst du. 2 Stacks, danke. Ja, gut, passt auch. Hey, Profi. 2 Stacks hab ich jetzt. So wie du gibst mir die Hälfte von dem einen Stack, den du geklaut hast. Ihr hört mir jetzt mal ganz kurz zu, Leute. Ja, was los? Was los? Hast du Bedingungen? Ich mit euch zu besprechen. Ja, komm raus. Ich gebe mir jetzt noch 5 Goldäpfel, haben wir uns verstanden? Ja, Kiro, mach das. Aber was stimmt mit dem nicht? Ich hab nicht mal Goldäpfel. Ja, auch nicht. Dann gib mir 1 Goldapfel. Ich hab nicht mal einen. Ja, dann benutze ich meine eigenen. Ich werde direkt mit dem Nether gehen. Okay. Ja, dann mach das so. Okay, Leute, let's go, Alter. Wir gehen über das Schwert, über das große Schwert. Da geht das, glaube ich, ein bisschen schneller. Das geht sehr viel schneller. Ich werde jetzt 5 Meter erstmal vor mir stehen, damit ich nicht da reingehe und direkt mich dann umzingelt und angreife. Ja, geh rein. Geh voraus. Reinkommen. Ich gehe rein und dann kommt ihr 5 Sekunden später rein. Macht zwar keinen Sinn, aber ja, dann... Yes, das ist der Lost, Bro. Bro, was stimmt mit dem? Ja. Natürlich hat das Sinn gemacht. Wäre ich jetzt mit euch gleichzeitig reingegangen, hättet ihr vielleicht mich direkt angegriffen. Ja, wir können doch die. Ja, der. Ja, Bro, Digga. Er sabotiert sich einfach selbst. Rück mir von der Pelle. Ja, okay. Also wir hätten dich jetzt schon längst angreifen können, aber egal, ja, Bro. Jetzt komm. Ich hier direkt mit einer Pelle weg. Komm mit, ja, Digga, jetzt komm, hör auf zu schwafeln. Digga, der hat solche harten Psychosen, Freunde. Ey, ich meine, wir stellen ihn in die Falle und so, wir wollen ihn opfern. Klar, logisch, aber ich will jetzt erstmal, dass er so ein bisschen Minimumvertrauen hat, ja? Schüder? Warte, wo ist er denn? Ja. Bro, macht der jetzt auch solche Faxen wie ihr, Bro? Ach, Digga, das Steinchen, wirklich. So, hast du... Oh, Digga! Mann, jetzt bin ich runtergefallen. Hilfe. So. Ja, bist du runtergefallen? Hast du noch Obsidian eigentlich? Dass wir die Portale wieder reparieren. Wollt ihr mich in ein Gefängnis einbauen, oder was? Nein, dass wir die Portale wieder reparieren können. Die müssen wieder angemacht werden. Wie viel brauchen wir? 1, 2. Hä? Achso, ich bin jetzt hierher gekommen, um eure Bauarbeiten zu enden, oder was? Nee, Bro, Digga, jetzt tu nicht so. Tu nicht so. Bro, das ist kein Obsidian! Das ist Obsidian! Ja, Snoopy, du bist so ein Holzkopf!
So, eins. Warum ist hier jetzt schon wieder eins? Warte. So. Und. Ja, du hast es. Okay. Hast du ein Feuerzeug? Ich habe es. Sieht so aus, als ob ich Feuerzeug bei mir habe. So, du siehst aus, als hättest du gar nichts. So. Das Portal ist jetzt wieder repariert. Warte mal. Ich muss was vorbereiten. Digga! So. Ich bereite hier jetzt einmal den Boden noch vor. Das sollte funktionieren. Was haben die da vor, Leute? Bro, vertrau. Das wird krass. Ja, das wird richtig krass. Supi, du musst wieder hoch. Du musst wieder hoch, sonst bist du ja eingesperrt. Dann kommt plötzlich dein Schwein von der Ecke und macht One-Shot. Nein, ich bin auf jeden Fall schön auf. Digga, wie paranoid ist der? Was soll das passieren? Ich werde es nicht zulassen, dass ihr mich angreift, ihr kleinen Schlawiner. Ich hab doch genau die Idee, was ihr vorhabt. Ja, wir haben gar nichts vor, Bro. Gar nichts. So. Heute ist alles Ausnahme. So, guck mal, jetzt zack. Okay. Moment. Ja, sehr gut aus. Ja, das ist noch nicht alles. Ich checke das gerade gar nicht. Anstatt, dass wir jetzt darüber reden, wie wir das Rätsel lösen... Ja, ich will was probieren, das ist eine Theorie. Ja, das ist eine krasse Theorie. So eine Theorie, das Bauen von Obsidian, dass wir ein Portal bekommen und dann wieder in die normale Welt gehen? Okay. Na, also guck mal, die Portale zeigen ja in alle Himmelsrichtungen. Checkst du das? Richtig. So, und ich glaube, dass wir uns jetzt da mal zu dritt, um dieses Bündnis zu verstärken, zu dritt in einer Linie hinstellen müssen. Du am besten hier auf der Mitte auf den Dirtblock, Snoopy und ich links und rechts. Und zwar also, Richtung, warte mal, wo es... Wir haben darüber geredet, was Sinn macht und keinen Sinn macht. Und ich glaube, das, was du machst, macht keinen Sinn. Aber ja, egal, okay. das sind nur Theorien. Wir wollen hier alles testen. Warte, Süden, Norden und... Okay, Süden. Okay, wir müssen uns so hinstellen. Snoopy? Ja, stell dich gegenüber von Sue auf. Okay, 3, 2, 1 und. Also ich hab meine, nein, Bro, warum ist er nicht reingefallen? Nein, wieso ist er nicht reingefallen? Ich wusste, dass sie mich in eine Falle lassen. Bro, wieso ist der nicht reingefallen? Was hab ich euch getan? Bro! Mann, ja, Schweinchen! Schweinchen, let's go! Schweinchen, besiegen! Nein, wieso muss denn immer alles in die Hose gehen? Mann, Giro, alles deine Schuld! Greif ihn an! Ja, greif ihn an! Ja! Er kommt! Der Bär, Bro! Bro, wir haben einfach... Er tut gut! Schnell! Der darf nicht wegfliegen! Hast du Enderperlen? Perl! Er haut ab! Wir kriegen ihn! Komm schon! Dass er nicht wegfliegen kann! Ja! Er darf bloß nicht wegfliegen! Supi, beeil dich! Oh nein, er geht zur Festung! Supi! Jetzt, du hast so Enderperlen! Ja, aber das ist kein Sinn, Scheiße. Digga, er haut sonst noch ab, er kann gleich fliegen! Ja, go nicht, so kriegen. Hast du Bogen? Warte, ja, ich hab Bogen. So, warte, ich will auch. Nein! Bro, komm! Wo sind meine Raketen? Supi, flieg hinterher! Supi! Wieso kann ich nicht fliegen? Jetzt, komm! Er darf nicht weg! Freunde, ich wollte ihn einfach opfern, Digga. Ich will endlich mein Item besitzen. Wo ist er? Schnell! Schnell. Bro, wo ist er? Nein, er hat dich ausgelockt, Kiro! Was? Nein. Bro. Bro, das gibt's nicht. Einmal. Digga, wieso ist er auch nicht runtergefallen? Du hast doch gesehen, er war in der Mitte gestanden. Bro, er hackt, ich sag dir ehrlich. Digga, als ob der wirklich mit so einem Pixel oder so, da noch an der Kante stand, Digga. Mann, das... Ey, Kiro, ich muss darüber jetzt erstmal nachdenken. Ich sag nein, gar nichts gibt's zu nachdenken. Mir gehen langsam die Ideen aus, Snoopy. Bro, guck mal, das Rätsel ergibt ja soweit keinen Sinn. Ihr habt gestern noch Faxen gemacht, Digga. Ich wollte einfach nur einmal was mit euch zusammen testen, Digga. Aber ihr kriegt das nicht hin. Steinchen hat es nicht hinbekommen, Kiro. Das muss verstehen. Bro, Steinchen hat auch Faxen gemacht. Timmy hat die ganze Zeit Faxen gemacht.
Guck dir mal mein Schweinchen. Ja, was ist damit? Ich seh's. Das ist nicht der. Ja, so wie der mich schon anguckt, ist der ein bisschen doof im Kopf. Der hat Ähnlichkeit mit mir, ja? Das ist so. Ich weiß, ja, deswegen hast du ja auch dieses Schweinchen. Aber ich will endlich auch ein Item! Ja, wenn du versuchst, doch zu holen, anstatt hier rumzustehen und darüber zu reden. Bro, ich bin der Einzige, der alles versucht! Nein, du versuchst gar nichts, du machst viel zu wenig. Was laberst du? Ich habe gerade versucht, Sue zu opfern. Ich wollte gestern mit euch zusammen eine Theorie testen, aber ihr habt nicht richtig mitgemacht. Voll, Bro, hast du was gemacht. Ne? Außer, du bist Bro, was hast du für Ideen, du Holzkopf? Ich habe dir geholfen, dass dein Schweinchen wieder zurückkommt und jetzt laberst du mich so voll. Ja, mein Schweinchen, weißt du, auch weil wenn er nicht der Held ist, ja, musst du es nicht auf ihn schieben. Dass wegen Bro, nein, ich rede gerade von dir und dass du überhaupt gerade nicht dankbar bist und respektlos mit mir redest. Nur dank mir hast du dein Schwein wieder. Ja, das kann sein, aber du hast gar kein Item, ja, musst du dir erstmal holen und bevor du hier so viel redest, ja, bevor du große Töne spuckst. Sagt er. Oh, was laberst du? Kiro! Junge, ja, okay, jetzt ein Prank hier, bitteschön. Ja, gib noch mehr. Eine Enderpearl. Noch mehr, Digga. Noch eine. Bro, können wir sonst noch irgendwen anders opfern? Ich weiß nicht. Ah, ich sag also, dir, bis ich auf Opferritual fällt mir nichts mehr ein. Retalk nicht. Ja, geh ruhig, bin jetzt erstmal weg. Sollen wir Schweinchen opfern? Was sagst du da? Schweinchen, du bist geopfert! Nein, Spaß, der kann gar nicht sterben, aber er soll nicht geopfert werden. Nein, das war nur eine Idee. Wenn du damit nicht einverstanden bist, dann machen wir das natürlich nicht. Das ist deiner. Ja, das ist mein Lieblingsschweinchen. Schweinchen, ich liebe dich, bitte. Ja, ey, Creeper, geh woanders Creepern. Creeper, du Creeper, Junge, nächstes Mal du... Oh. Okay, Bro. Ey, aber soll ich dir was erzählen? Das hast du gar nicht mitbekommen. Am Tag, wo du dein Schwein wiederbekommen hast, ist tatsächlich ein Lesepult mit meinem Buch wieder erschienen. Hä? Wirklich? Glaubst du, ich kann irgendwen das Buch anvertrauen, dass der das mit mir zusammen liest? Ja, du hast es ja schon gesehen im Stream, Bro. Achso, ja. Ich mein jemand außerhalb von den Höllenkriegern. Sagt ehrlich? Ich mein so Ente Rainy. Oder so, Bro. Rainy hat's auch schon gesehen. Er hat ja zusammen mit mir gerätselt, ja, Digga. Dann Ente. Ente. Gut, ja, gut. Aber soll ich dann Ente opfern, Digga? Ja, Ente. Oh, Ente. Ja, Ente ist eh schon so ein Typ, der hat einfach mein Schweinchen angegriffen. Ja, deswegen, er muss sowieso büßen. Und ich meine, Digga, ganz ehrlich, er hat sich ja, glaube ich, auch so ein bisschen für die Schattenloser entschieden, was er abgezogen hat. Ja, weißt du, was ich jetzt mache? Ich mache jetzt ein Water-Mittel. Guck zu und lerne. Okay. Das interessiert mich jetzt eigentlich ehrlich gesagt nicht, aber dann. Hast du ganz toll gemacht, Digga. Digga, wie kann man so schlecht sein? Bro, oh, du hast nichts gesehen, Bro. Digga, ist das schlecht. Bro, okay, du musst echt noch üben. Ich muss jetzt mit meinem Schweinchen trainieren. Bro, ich guck, dass ich Ente rankrieg, Alter. Ich muss nochmal. Ja, tschüss, Digga. Freunde, ich guck jetzt einfach mal, dass ich Ente irgendwie rankrieg. Vielleicht kann ich ihn opfern. Bedeutet, ich sollte dann kurz noch einmal das vorbereiten. Ich gehe mal hier einmal durch. Ganz kleinen Moment. So. Jetzt. Wo sind wir? Ich mache diesen einen Dirtblock wieder hin und ich hoffe, dass es bei Ente funktioniert, Alter. Das war ja so peinlich, dass es nicht geklappt hat bei Sue. Digga, das hätte richtig gut funktioniert, weil... Guck mal, mein ursprünglicher Plan wäre gewesen, er wäre hier reingefallen. Er wäre ja dann nirgendwo rausgekommen, sage ich mal, außer er hätte sich freigebuddelt. Und wir hätten dann von hier oben auf ihn draufgehauen, bis er dann gekillt worden ist. Es ist nämlich genau in der Mitte von diesem Tempel, von allen Himmelsrichtungen, genau das Zentrum. Vielleicht hätte es einfach eine Opfergabe meines Feindes sein müssen, um mein Item zu bekommen oder irgendwie sowas in diese Richtung. Freunde, habt ihr noch weitere Theorien in den Kommentaren, außer das, weil... In allen Himmelsrichtungen zu laufen, konnte ich nicht die Höllenkrieger koordinieren. Das müssen wir aber unbedingt noch probieren. Es muss mindestens irgendwas damit auch zu tun haben. Es muss irgendwas auf sich haben, dass wir in die Himmelsrichtungen alle laufen. Weil es stand in meinem Buch, alles jeder in den Himmelsrichtungen verteilt. Hier, ich kann es euch mal kurz zeigen. Ich habe hier nämlich das Buch drin, Familie. Hier, da steht... Da steht, in allen Himmelsrichtungen verteilt findest du eine Macht so stark wie der Zusammenhalt zwischen dir und deiner Familie. Finde es und lerne es zu beschützen oder so, keine Ahnung.
Deswegen meine ich, das kann es doch nicht sein. Wieso haben die mich gestern so im Stich gelassen? Wenn ihr das Video gesehen habt, Alter. Falls nicht, dann müsst ihr das unbedingt noch abchecken. Ah nein, das Buch muss wieder zurück. Ich finde immer noch, es darf keiner wissen, dass ich das Buch besitze, ehrlich nicht. So, dann baue ich hier das einmal wieder ab. Ich gucke jetzt noch, dass ich Ente rankriege. Weil Ente gehört ja streng genommen auch irgendwie zu meiner Familie. Weil er ein Schnabelbruder ist. Ja, wir sind nämlich, ne? Schnabelwesen. Das klingt so dämlich. Aber ich guck mal, dass ich ihn rankriege. Ich bin gerade der Einzige auf dem Server, ey. Freunde, es ist teilweise so ruhig und leer auf den Servern. Das ist crazy. Okay, schau, dass ich Ente rankriege und dann hole ich ihn ab und dann versuche ich ihn hier reinzulocken. Mein letzter Dirtblock jetzt hier platziert. Okay, bis gleich, Freunde. So, Freunde, Ente ist anscheinend beim Ei oder so. Deswegen hole ich ihn da mal kurz ab, Alter. Mal schauen, ob der irgendwie Vertrauen hat oder nicht. Ente! Mein Schnabelbruder! Ey, was greifst du direkt an, Mann? Beruhig dich, ich hab ein Angebot. Deswegen habe ich dir doch geschrieben. Was für ein Angebot? Ich vertraue dir nicht. Was willst du hier von mir? Ja, okay, okay. Wir haben dich bedroht. Wir haben dein kleines Hütchen abgefackelt. Okay, ja, war nicht die feinste englische Art und so, bla. Aber, ja, du bist hier beim Ei. Und ich glaube auch aus einem bestimmten Grund, weil du bestimmt wissen willst, was da drin ist und so. Ich will wissen, was da drin ist, aber ich krieg's nicht auf. Richtig, das solltest du auch nicht weiter versuchen. Sonst machst du vielleicht Mira sauer. Ja, 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 das verstehst du noch nicht, weil du nicht so oft hier warst. Ich kapier das, aber... Bist du verrückt geworden? Nein, ich bin nicht verrückt! Ich glaub schon. Ja, okay. Aber jetzt von Schnabelbruder zu Schnabelbruder, ich glaube, du musst mir helfen. Du musst mir helfen bei einem Rätsel, um dieses Ei zu öffnen. Ich helf dir gar nicht, das hast du gar nicht verdient. Bro, doch, natürlich habe ich das verdient, Mann. Du hast gar nichts verdient. Ja, guck mal, wir haben dich gestern vielleicht zu sehr überwältigt, aber das ist doch nur aus reinster Liebe geschehen, Mann. Wir wollen doch... Nein, wir wollen doch, dass du ein Höllenkrieger bist, dass du stärker bist. Nein. Hat Kian aber gesagt. Das war Mira. Ja. Nein, 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 nein. Guck mal. Willst du wissen, was hier in dem Ei drin ist oder nicht? Ja, will ich wissen. Richtig. Und ich habe... Hast du dich schon mal gefragt, warum das eigentlich aus Federn besteht, diese Textur? Das sieht man ohne Shader ganz gut, falls du Shader an hast. Schau mal ohne. Das sind nämlich alles Federn. Das sind alles Federn, Bro. Und ich habe ein Buch bekommen namens Familie. Und dort steht drin, dass ich in den Tempel mit allen Himmelsrichtungen mit meiner Familie einen Zusammenhalt aufbauen muss, um die Stärke zu entfachen. Bedeutet dadurch, dass du mein Schnabelbruder bist, weil wir die einzigen Schnabeltiere sind hier auf der Insel. Ja, man sieht das hier ganz gut. Glaube ich, dass du mit mir das Rätsel lösen kannst. Nö. Es geht nicht um Power, Digga. Sonst hätte ich ja längst schon irgendwas bekommen, so wie Snoopy. Weil das geht ja jetzt schon seit Samstag so. Ich hab nichts. Ich hab kein Item. Ich bin überhaupt nicht OP. Ich hab gar nichts bekommen. Ich glaube eher, dass das die Lösung ist. Ey, was für schlecht, Alter. Mann, beruhig dich mal jetzt. Hier, ausgekrittet. Passt jetzt, oder? Ich will doch nur, dass Mira hier befreit wird. Das wird so gut wie jeder auf dieser Insel und ich glaube, mein Rätsel ist die Lösung dafür. Und was ist die Lösung? Dass wir zusammen zu dem Tempel müssen. Ich zeig dir, wo der ist. Ich zeig's dir. Komm mit. Ich glaube, wir können noch nicht fliegen. Warte mal kurz. Jetzt haben wir uns angegriffen. Mann, du bist doch mein Schnabelbruder. Ja, klappt's jetzt? Ich glaube, ja, es klappt. Komm mit zum Schwert. So, Freunde, ich glaube, ich kann ihn opfern. Ey, das ist eigentlich richtig dreckig, was ich mache, aber egal. Ich will jetzt endlich meine Kraft haben. So, Elytra, kannst du gleich mal anlassen, wir müssen gleich weiterfliegen. Oh mein Gott. So, die große Arena. Wie findest du die Arena eigentlich? Sieht schlimm aus. Och, Manu, ja, komm mit. Wir müssen hier hoch.
So, schafft er es? Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und dann hier nach unten. Da kommt da der Tempel mit allen Himmelsrichtungen. Siehst du ihn? Oh mein Gott. Freunde, Freunde, wir haben ihn, wir haben ihn. So, das hier ist der Tempel. Und jetzt guck mal hier. Norden, Osten, Westen und da hinten ist Süden. Das ist der Tempel mit allen Himmelsrichtungen. So wie es in meinem Buch drin steht. Und ich glaube, ich habe eine Theorie. Wir müssen hier innerhalb von den Portalen stehen. Du kannst doch gar nicht lesen. Ja, doch, doch, doch. Ich hab's entziffern können. Ich hab's gefühlt mit meinen Flügeln. Nein, komm rein jetzt. Komm mal in die Mitte. Ja, und so. Jetzt? Wir müssen hier in der Mitte stehen. Ich glaube, wenn du genau hier drauf stehst und ich Richtung Süden stehe, dann... Ups, Entschuldigung. Hä? Ja! Ja, komm schon, das muss jetzt funktionieren. Ja, ein Totem. Ja, ja, ja. Warte mal, es hat... Wieso ist nichts passiert? Hat das nicht geklappt? Hä? Nein, nicht mal das funktioniert. Ich habe doch jetzt eine Opfergabe gemacht. Ey, wo bist du? Muss jetzt enden. Ich habe ihn doch geopfert. Ich habe hier einen Totem von ihm genommen. Das kann es doch nicht sein. Ente, 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 ich tu dir nichts. Wirklich, nein. Ente, ich tu dir nichts. Du bist viel zu schwach hier. Ente. Ente, hör auf jetzt. Hör auf. Komm her. Okay, okay, okay. Okay, dann lösen wir das halt so. Dann muss ich dich halt anders hier rausbringen. Und zwar mit Schmerzen. Ich wollte, dass du friedlich gehen kannst. Verstehst du das? Ich bin auf deiner Seite. Okay, Freunde, ich lasse ihn gehen. Es hat eh nicht geklappt. Oh mein Gott. Eigentlich wollte ich, dass das Ente mit uns zu den Höllenkriegern gehört. Aber es hat... Oh Mann! Was ist das Rätsels Lösung, dass ich mein Item endlich bekomme? Ey, Freunde, das macht mich so sauer. Ich hoffe wirklich, ein paar von euch haben so gute Theorien noch in den Kommentaren. Ey, das macht mich so wütend einfach. Ich muss einfach wann anders nochmal probieren, Freunde. Aber wenn wir zusammen noch rausfinden können, was ich bekomme als Item, weil ich bin mir zu 100% sicher, dass ich irgendwas bekomme. Das kann doch nicht sein. Es geht seit Samstag. Das braucht mir sowieso viel zu lang. Aber wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, wenn wir zusammen das Rätsel lösen können, dann lasst ein Like, Abo da und aktiviert die Glocke, Alter.